Keine Angst, liebe Apple-Hasser. Das Sonic Port VX funktioniert auch am Mac und auch am PC. Also deshalb dranbleiben. Herzlich willkommen zum Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Musotalk Angecheckt. Ich bin Non-Eric und in der Leitung habe ich den Tom. Hallo Tom. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Non-Eric. Hey, du bist ja so ein totaler Sonic-Port-Fan. Ich habe es jetzt endlich auch hier und zwar die neue Version, das VX. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein super geiles Interface. Und warum, das erfahren die Zuschauer auch gleich, ne? Das finde ich ja auch ganz großartig, dass du das so wirklich so schnell so begeistert, dass du dich so schnell begeistern konntest. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Nee, also was mir zum Beispiel super gut gefällt, ist, dass ich hier zwei Line-Outputs habe. Ne? Kann ich sofort die Neumann 120er direkt hier anschließen und hier, das ist tatsächlich ein Mikrofon. Und da wird der eine oder andere sagen, naja, was ist denn jetzt so sensationell, dass da das Mikrofon drin eingebaut ist? Das ist sensationell, denn für mich ist das iPad und das iPhone ein Tonstudio für zwischendurch. Ich habe gestern noch einen fetten Beat gemacht, während meine Frau ein Fischbrötchen für meinen Sohn gekauft hat. Das hat ein bisschen länger gedauert, wurde ein geiler Beat raus. Und da habe ich zur Not so wenig wie möglich am Start. Und wenn ich dann im Prinzip hier einen fetten Sound mit einem Mikrofon kriege, was ich direkt anschließen kann an mein iPad, das auch gleichzeitig noch an meinem Mac funktioniert, dann muss ich das einfach gut finden. Ja, ich fand das auch einfach großartig. Ich habe ja noch mal zur Erinnerung, ich bin ja seit längerer Zeit ein großer Fan von diesem Sonic Port hier, von Line 6, wo ich manche Dinge von der Company ja überhaupt gar nicht so toll finde, aber das Ding fand ich irgendwie total auf den Punkt. Gitarren-Input und ein Stereo-Output, Line-Level-Output, damit habe ich in Verbindung hiermit die letzten Wochen irgendwie echt drei komplette Gigs bestritten. Reicht. Wahnsinn. Funktioniert klasse. Auch für die sich jetzt aufregen und meinen, das geht ja wieder nicht, das ist alles Blödsinn oder so. Geht, wenn man es will und faul ist, so wie ich, dann geht das. So, was mich mehr gefehlt hat, ist irgendwie, das wäre ganz cool gewesen, wenn man das dann halt auch noch hier irgendwie ans MacBook hätte anschließen können. Das ist so, das wäre so, das gut hätte gewesen. Ja schon gereicht. Mehr wagte ich ja gar nicht zu hoffen. Aber plötzlich, vor 10 Tagen, kam auf Sonic State diese Meldung rein, dass jetzt das Sonic Port VX oder VC, wie heißt denn das? VX. VX, dass es das gibt. Und das hier haben wir jetzt auch hier. Ne? Du hast es ja auch sofort. Ich habe mir das sofort bestellt bei unserem großen Versender. Der hatte das nämlich auch komischerweise sofort lieferbereit. Mhm. Und man sieht schon, das ist ein bisschen größer. Ja, aber Das liegt ja nur daran, dass wir jetzt ein fettes Mikrofon eingebaut haben, das sowohl Stereo oder als Mono funktioniert. Ne? Nee, das ist, stimmt noch nicht mal. Es sind nämlich zwei Mikrofone eingebaut. Es ist nämlich hier, wenn man das so sehen kann, das hier ist jetzt ein Drahtkorb. Und das ist so von der Architektur, kann man sich so vorstellen, wie diese Fahrradlampe und so, diese typischen 50er-Jahre-Mikros. Hier wird hereingesungen oder so. Und hier in der Mitte sitzt ein Kondensator, ein dynamisches Mikrofon. Also sagen wir mal so Niere SM58-mäßig. So. Mhm. Für Sprache und Gitarre und so ein Zeug ziemlich gut. Ja, 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 so, ja. Und dann hat man hier links, rechts quasi an der Seite dann darum lugend so eine XY-Kombi, ein kleines zwei ne, Stereo-Kondensator-Mikrofone, die halt so stehen, also so, ne, zu dir hin. Und das kann man hier an diesem kleinen Schalter umschalten. Der steht jetzt gerade auf Gitarre. Mhm. So ist Stereo. Ihr hört jetzt das Mikro Feedback durch die App. Das Mikro durch die App und den Schalter nach vorne, dann aktiviert man das dynamische Mikrofon. Man hat jetzt auch Gain für das Mikrofon hier. Man kann also die Eingangsempfindlichkeit regeln. Und wenn ich das jetzt mal kurz so, geht das in die. Genau, hier oben sind, finde ich ein bisschen dummerweise, aber jetzt mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, die Anschlüsse. Gitarre, Stereo Aux-In, Mini-Klinke. Wenn man ein bisschen zur Seite. Zwei, da kann man nämlich auch ein Mikrofon anschließen, ne? Genau, zwei. Line-Outs und noch ein Kopfhörer-Out hier in der Mitte. Wenn man Winkelstecker hat, ist das gar nicht so ein Problem. Dann trägt das nicht so auf. Und
Das Ganze hat hier unten so ein Gewinde für die normalen Kamerastative, wie ihr seht. Auch ziemlich komfortabel. Stellt man einfach so vor sich hin auf den Schreibtisch. Ja, und da kommt aber auch noch das Stativ mit, ne? Genau. Beiliegend gibt es dann diesen Adapter, der dann halt einen echten Mikrofonstativanschluss ermöglicht. Und dann dafür auch noch einen Fuß. Den hast du da bei dir stehen, habe ich gesehen. Genau, hier. Andere Kamera. Mal gucken, ob ich drehe es dann mal, damit man das besser sehen kann. Genau, dieser schöne Fuß kommt auch gleich mit. Genau, ich finde, der trägt ein bisschen auf. Ist jetzt nett, dass er dabei ist. So ein Kamerastativ ist ein bisschen kleiner, leichter zusammengelegt und so. Ich mag es ja dann halt auch so Traveling Light. Und ich bin mega begeistert, weil du weißt ja, ich habe ja das letzte OT-Album zum Beispiel komplett mit dem MacBook hier gemischt. Und habe mich dann mit den eingebauten mit dem eingebauten Kopfhörerverstärker begnügt und hatte dann aber natürlich keine Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen, so hotelzimmermäßig mit dem kleinen Täschchen, wenn man unterwegs ist. Aber hiermit hat man dann halt zum einen, wenn man halt spielen will, ne, seine App zum Performen, ne, Gitarreninput, ordentliche Ausgänge und man kann Gitarre spielen. Oder man schließt ans MacBook an, um halt hochwertig, wirklich ziemlich hochwertig, da kommen wir gleich noch zu, du hast ja schon was gebastelt, aufzunehmen oder das dann halt mit dem iPad zu benutzen oder, ja, wie gesagt, das ist ziemlich cool. Also gerade diese Idee finde ich, also diese Nummer hier mit diesem zweiten USB-Anschluss, nicht zweiten, also wir haben ja einmal einen Anschluss für das, für den normalen, ich komme immer durcheinander, Thunderbolt, Lightning, ne? Lightning-Anschluss fürs iPad ist hier dran. Und dann gibt es hier oben noch einen weiteren Anschluss, USB. Und den kann man dazu nutzen, das Gerät aufzuladen mit dem USB-Netzteil. Oder natürlich, wie du schon erwähnt hast, in das MacBook reinzugehen. Aber dann habe ich aber überlegt, ob das vielleicht sogar gleichzeitig geht. Nee, geht nicht gleichzeitig. Also, damit der hier erscheint, muss ich tatsächlich hier trennen. Und jetzt warte ich darauf, dass hier mein Mac das gleich mal anzeigt. Warte, nee, da muss ich auch noch mal einstecken. Einmal umstecken, okay. Aber jetzt müsste es erscheinen. Na, dauert ein bisschen. Wir warten auf den Beachball. Aber der ist ja schon. So hat er jetzt erkannt. Und jetzt habe ich hier auch garantiert mein Sonic Port VX. Ich habe hier im Hintergrund einen relativ heavigen Song laufen. Der läuft mit 64 Samples. Kein Problem. Bei 32 klappt das nicht mehr. Da sind viele gemeine Effekte auch drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die 32 schaffe ich eigentlich nie. Von daher würde ich erstmal sagen, von der Performance her ist das ein ganz grundsolides USB-Interface. Und wenn man das dann eben hier nicht am Mac hat, kann man da einfach den USB-Adapter von seinem iPhone oder iPad anschließen und hat dann auch gleichzeitig Strom. Richtig. Und wer jetzt da vielleicht sagt, der, aber das können ja andere Dinge auch. Und es gab ja schon immer Mikrofone mit einem USB-Anschluss und so. Das ist richtig. Nur diese ganze Kombi, die gab es halt bisher noch nicht, weil einen vernünftigen Gitarreneingang, den hatten die meisten nicht. Mhm. Und viele funktionieren einfach nicht an iOS-Geräten, ne? Weil dann geht das nur mit dem Kamera-Connector-Kit und dann geht das nicht wireless, weil du musst dann immer Strom für das Audio-Interface zur Verfügung stellen. Das brauchst du hier nicht. Das heißt, ich kann, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, mir ein Stereo-Playback mache von etwas, woran ich gerade arbeite, das aufs iPad ziehen oder auch aufs iPhone, dieses Interface mitnehmen, mit dem Auto in den Wald fahren oder auch mit dem Fahrrad und die ganze Welt zusammenbrüllen und dann den Gesang so aufnehmen, wie ich das zu Hause in der Großstadt nie machen kann, weil dann spätestens nach 10 Minuten die Nachbarn steil gehen oder so. Oder man kann einfach mit dem MacBook ohne Strom und diesem Interface da dran mal nach nebenan gehen in den Aufnahmeraum und dann einfach sofort, ohne irgendwie die großen Kabelwege zu haben und Übertrager, damit es nicht brummt und hast du nicht gesehen, weil eben da vor Ort was aufnehmen mit dem Teil direkt am Mann. Das sind schon Freiheitsgrade, die so im Alltag und vor allen Dingen für Leute, die jetzt nicht
komplett ausgerüstetes Umfeld haben, was man früher so als Studio bezeichnete, ist das irgendwie echt eine tierisch gute Geschichte, um in schnellerer Zeit echt mehr machen zu können. Weil mit dem Teil, einer Gitarre, einem iPad oder iPhone oder auch nur einem Laptop, bist du eigentlich für das Wesentliche ausgerüstet. Ne? Aber Tom, das steht und fällt doch mit der Qualität der verbauten Mikrofone. Natürlich kann ja, mit und USB-Strom mit den 5 Volt kann man ja auch keinen richtigen Vintage-Sound hinkriegen. Deswegen bin ich hingegangen und habe den Holger gebeten, beim CompuSound, auch ab und zu mal Gast hier in meinen Sendungen, und bin rübergegangen, ne, und habe gesagt, pass mal auf, wir testen jetzt mal Saxophon. Und Saxophon ist immer schon eine relativ diffizile Geschichte, weil das relativ viel Pegel produziert, auch so ein paar etwas schärfere Sounds. Und man sieht es hier auf meiner Non-Eric-Facebook-Seite, da habe ich nämlich die entsprechenden Fotos gepostet. Da hängt es, wird hineingetrötet, sage ich jetzt mal abfällig, hier sieht man das auch. Und ich kann dir jetzt auch die Aufnahme vorspielen. Da ist jetzt natürlich ein Delay drauf und so weiter und so fort. Aber wir haben uns das natürlich dann auch solo angehört und haben gesagt, Mann, sind wir eigentlich ziemlich mit zufrieden. Das ist eigentlich das größte Problem am Sound von dem Saxophon ist jetzt der Raum höchstens noch, weil der nicht optimal ist. Aber es ist jetzt nicht so super unempfindlich an den Seiten. Wir haben natürlich die Nierencharakteristik ausprobiert. Achso, ihr habt das dynamische Mikrofon. Ja, auf jeden Fall, weil das andere wäre einfach aufgrund der schlechten Räumlichkeiten völlig indiskutabel gewesen. Aber muss man schon sagen, ich würde mich fast trauen, das in der Produktion zu verwenden. Ja, also ich habe mal, ich war die letzte, also das Ding kam Montagmorgen an letzte Woche und dann war ich die ganze letzte Woche unterwegs. War leider sehr erkältet, deswegen kann ich euch die Aufnahmen jetzt nicht zumuten, aber zum Testen hat das gereicht. Und ich habe halt mit so einer halbakustischen hier, was heißt halbakustischen, hier meine Dan Electro, die halt relativ laut ist. So als Akustik schon. Mit der habe ich dann einfach mal mit den Kondensatormikrofonen hier, das Ding stand dann auf dem Schreibtisch im Hotelzimmer und dann habe ich mal Akustikgitarre quasi gespielt mit der Dan Electro und ein bisschen was erzählt, so Sprache aufgenommen und das kann ich euch in der Tat nicht vorspielen. Aber ich war dann ziemlich von Socken, wie gut das klingt. Nach oben hin, wenn man wirklich sehr, sehr leise Quellen hat und den Preamp aufzieht, dann fängt es schon an zu rauschen. Dem sei dann aber auch, das sei aber auch verziehen, weil so super leise Geschichten. Natürlich gibt es dann auch schon einen Grund, weswegen großer, starker Strom und große Spannung gebraucht wird, um leise Signale wirklich höchst qualitativ aufzunehmen. Oder so. Aber so für Real-World-Geschichten, irgendwie, wenn einer, so wie wir jetzt irgendwie ein Mikrofon spricht oder, keine Ahnung, mal eben für ein Video so ein Tutorial aufnehmen, einsprechen oder sowas, oder auch was singen, wo man sowieso lauter ist. Phil Collins hat ja mal erzählt, dass sein Mikrofon irgendwie neben der Lüftung hängt, weil das macht aber nichts, weil er sowieso lauter singt als die Lüftung. Also so Real-World-mäßig ist das echt einfach super klasse, um zu arbeiten und um verwertbare Dinge überall einfach mal aufnehmen zu können. Oder auch, wenn man zu Hause oder in seinem Studio ist, nimmt man das Ding einfach und geht in eine andere Ecke, wo eine andere Akustik ist und muss sich erst ein Kabel legen. Ja, das ist schon super. Das ist schon ganz geil. Jetzt haben wir ja das Teil ausreichend gefeiert. Jetzt können wir ja auch mal zu den negativen Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, kommen. Habe ich auch eine. Ja, und zwar das größte Problem, was ich jetzt hier habe, ist, und da ist zum Beispiel jetzt so ein iTrack-Dock besser, ich habe keinen Ausgangsregler, weil ich habe ja jetzt hier tatsächlich wirklich die Boxen direkt angeschlossen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich. Das einzige Positive ist, dass der Ausgangspegel von dem normalen Lautstärkeregler hier für alle Audiosachen im iPad geregelt wird. Von daher geht das noch. Und mir ist, du wirst es nicht glauben, der Kopfhörerausgang zu leise. Ja, wenn du richtige Kopfhörer hättest, dann wäre das halt so wild. Ne? Naja, klar. Nimmst du die guten Beats Monster Studio Pro, dann
Mit eingebautem Verstärker, ne? Dann drückt's. Nee, das sind die passiven. Die sind nur sehr empfindlich. Und da drückt es dann halt auch richtig schön. Ne? Jetzt komme ich mal zu einer Sache. Du bist ja der Gitarrist hier von uns beiden. Ich bin ja der Punker, das zählt ja nicht als Gitarrist. und ich habe mir die Pottnummer mal hier angehört, ein bisschen mitgespielt. Oh. Fand ich jetzt gar nicht schlecht. Oh. Weil es auch von Latenzen her ganz gut war. Wie siehst du das denn? Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur ein Interface, sondern ein richtiger Pott. Das ist ein richtiger Pott, deswegen komme ich hier drauf. Das ist ein richtiger Pott, wenn man wollte. Das möchte man aber eigentlich nicht. Okay, warum nicht? Ich habe ihn nämlich hier gerade vor mir. Also ich habe es angespielt, fand ich jetzt nicht so schlecht. Das ist jetzt so eine Geschmackssache. Ich habe mit den Pott-Sounds einfach so von der Dynamik her ein Problem. Das tut's prinzipiell für viele und so. Aber wenn man halt so mit Volume-Poti und so ganz zartem Anschlag und mal reinhauen und dann so ein echtes M-Feel haben will, dann kommen die Pott-Sachen einfach dann nicht so richtig hinterher. Okay. Das ist aber eine Geschmackssache, wie gesagt. Genau. Was ich dabei nicht... Bias-Fan. Und damit ist es halt sensationell gut, also mit der Latenz. Genau, weil es geht ja mit jeder App. Genau. Nur, was mir bei dieser Geschichte aufgefallen ist, ich habe mir gedacht, also wenn jetzt so ein Unbedarfter, noch unbedarfter als wir beide unterwegs ist, und er hat dann diesen Direct Monitoring Schalter hier gesehen, ne? Der dafür da ist, das Eingangssignal direkt an den Ausgang weiterzuleiten, der wird enttäuscht, denn selbst mit dem Line 6 Pod Software höre ich natürlich nicht die Amp-Sounds, sondern nur die clean, ganz arme Gitarre. Denn das ist das, wenn ich hier reingehe, das, was reingeht, und das wird einfach nur weitergeschliffen, ohne Effekte. Das muss einem klar sein. Richtig, total wichtig, ist aber auch gut. Genauso wie wir hatten ja zu einem anderen Termin schon mal das andere Dock da getestet von Focusrite, was ja halt auch einen Direct-Monitor-Schalter hat. Und auch hier, also sehr löblich finde ich, dass man das Direct-Monitoring, ich drehe das einfach mal um, damit man das und schmeiß alles um. Hier, da ist er, der kleine Direct-Monitor-Schalter. Genau. Damit kann man auf jeden Fall bewerkstelligen, dass wenn man singt, spricht, Akustikgitarre einspielt und so weiter, nicht durch die DAW oder die Recording-App hören muss, was dann halt immer eine Latenz nach sich zieht. Das heißt, man hört sich später, als man eigentlich das tut, was man tun möchte. Und das ist für die Musikalität halt, wie ich finde, der Tod. Das geht einfach nicht. Haben wir schon ausprobiert. Und deswegen ist es halt super, um so monitoren zu können. Bei so Apps wie der Pod App und bei dem Jam-Up ist es aber so, dass, das habe ich mal gemessen, da sind wir bei zwischen 7 und 9 Millisekunden, also mit den Sounds, und das ist irgendwie völlig in Ordnung. Das entspricht. Wir haben ja auch bestellt, ne, oder, Tom? 40 Zentimeter Luftlinie. Wir haben doch bestellt, iPhones. Wir haben neue iPhones bestellt. Ja, meinst du, da wird die Latenz sinken? Auf jeden Fall, weil es ja wieder schneller ist. Das geht immer weiter runter. Er hat aber damit nicht so viel zu tun. Doch, ausschließlich. Tom. Naja, irgendwie bei Audiobus zum Beispiel, da kannst du ja die Latenz einstellen, glaube ich, bis runter zu... 64, glaube ich, jetzt schon, ne? Oder? 64, genau. Oder 128. Und also bei den meisten Apps ist es aber so, du kannst sie ja nicht einstellen. Da gibt es dann halt Low Latency und High Latency. Und man kann es nicht wirklich so runterziehen, wie es eigentlich ginge. Weil die wollen dann halt noch mit dem iPhone 4 funktionieren und sagen sich dann so, ach, das reicht. Da können App-Entwickler noch mal ein bisschen mehr... Unbedingt. Zugriff, also ich meine, ich möchte dann schon am Limit da agieren können. Und die Latenz, die entsteht, ist wirklich direkt verbunden mit der Rechengeschwindigkeit. Je schneller der Computer, desto geringer ist die Latenz. Das heißt also... Mögliche Latenz. Gehen davon aus, dass das iPhone 6 noch kürzere Latenzen produzieren könnte, wenn man sie einstellen kann. Ne? Ja, der Wahnsinn. Genau. Und eigentlich, das haben ja viele noch gar nicht so
realisiert. Das war ja eigentlich auch schon beim iPhone 5S so mit dem A7-Chip und diesem Grafik-Co-Prozessor. Genau. Jetzt hat das iPhone 6 ja auch schon wieder so einen neuen Grafik-Co-Prozessor. Ich habe vergessen, wie das Ding heißt, und diese Metal-Entwicklungsumgebung, wo sie da halt diese, was weiß ich, 3 Millionen Polygone in Echtzeit schieben mit 127 Charakteren, die sich alle schlagen mit Schwertern und so. Diese Co-Prozessoren wurden ja mal von einigen Applikationen früher, als bei PCs noch die Rechenleistung ein Thema war, wurden diese Grafik-Co-Prozessoren ja für Audiobearbeitung benutzt. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Entwicklungskits ist, ob man da für die das Audio-Processing zum Beispiel auch noch den Grafik-Co-Prozessor nutzen könnte. Das wäre mal eine interessante Frage, die der Rolf Wörmann wahrscheinlich beantworten könnte. Genau, dann müssen wir den mal in eine Sendung holen und dazu befragen. So, Tom, bevor wir jetzt zur Bewertung auf deinem persönlichen Musometer kommen, möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar für mein Facebook-Account, NonEric. Da könnt ihr Freund werden von mir. Dann erfahrt ihr ja noch ein klein bisschen mehr, was so passiert, so rund um Musotalk. Dann Musotalk, der YouTube-Kanal. Haben wir jetzt auch einen schönen kleinen Trailer am Start. Den solltet ihr abonnieren, damit ihr keine Sendung verpasst. Aber was wollte ich jetzt sagen? Auch auf Musotalk. Auf musotalk.de findet ihr alle unsere Sendungen und auch ein umfangreiches Archiv. So, deine Wertung. Auch immer die Livestreams und diese spannenden Geschichten, während der Stammtisch läuft und so. Ne? Musotalk.de und .tv ist doch natürlich der Hangout und die Zentrale quasi, von der alles ausgeht, richtig? Genau. So, jetzt. Regie, wer sagt zuerst? Tom, ne? Gut, dann sage ich mal zuerst, du meinst wahrscheinlich die Wertung, richtig? Ja, genau, zum Schluss. Genau. Also, ich sage immer, sage an dieser Stelle dann mal so, mit der Kirche im Dorf gelassen, aber weil du ja nur 5 Punkte zu vergeben hast, muss ich dann für das Teilchen hier einfach die 5 Punkte geben, denn der Preis ist gerade bei Europas größtem Musikalienversender 169 Euro, wenn ich das richtig sage. Und dafür gibt es ein Paket, klein, handlich, unterstützt alles, was man so braucht. Das ist sensationell gut. Der einzige Nachteil ist, das wollte ich noch gesagt haben, wenn man das Ding so in die Hand nimmt, weil ich dachte, dann auch mal Interviews führen und so und dann Leuten unter die Nase halten, dann hört man hier, weil das ist halt Plastik, ne, das Teilchen, dann hört man hier halt so die Griffgeräusche. Ne? Das ist scheiße, jetzt, ja. Naja, das ist ein bisschen schade, aber wenn man das zum Beispiel so macht, ne, hier mit so einem Teil und das Kabel einigermaßen festhält, dann könnte man jetzt sogar schon mal so wie früher, ne, hier so David Letterman-mäßig, ne, mit diesem großen Tischmikrofon auch Interviews machen. Also hier dran kommen sollte man nicht und auch an die Kabel nicht, weil die eigentlich. Okay, aber das gilt ja für jedes Mikrofon, ne, eigentlich. Ja, bedingt. Hier ist, also hier ist es extrem, ne? Das, deswegen nicht so gut, aber trotzdem 5 Punkte, weil okay, das Package gut, einfach gut, stimmt. Gut, gut, gut. So. Gut, dann mache ich den Spielverderber, okay? Also bei mir, ich würde hier gerne hier so ein kleines, was ich hier so ein Drehrädchen gerne haben. Konnte man jetzt nicht sehen. Hier, um einfach die Ausgangslautstärke oder hier, dass ich mal ganz schnell laut leise machen kann. Das nervt mich total, dass ich das am. Das ist doch hier. Ja, aber das habe ich, da muss ich doch hier wieder das. Guck mal, da muss ich doch hier erst greifen. Mann, Jungs, guck mal hier. Hier muss ich laut und leise greifen, wenn ich hier. Das ist doch nichts. Nein. Ja, du hast ja auch so ein komisches Cover irgendwie. Das ist. Stimmt. Also, deswegen und wegen dem etwas zu leisen Kopfhörerausgang. Mm. 4 von 5 Punkten. Okay. Guti. So, dann würde ich sagen, wir haben es, oder nicht? Ich würde sagen, ja. Wie gesagt, guckt euch das an. Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwelche Demo-Videos oder so. Es ist wirklich sehr komfortabel und ihr habt dann nicht immer noch ein Gerät zusätzlich mit rumschleppen, wo die Sachen drauf sind, die ihr dann noch überspielen müsst oder so. Also man kann damit überall wirklich gleich in das Projekt aufnehmen, was man möchte. Auch wenn man so ein Tablet hat, wo gleich die DAW ordentlich drin läuft oder sowas. Hier die, was André und so die ganzen Jungs mit den PC-Tablets ja so super finden. Können das dann auch benutzen. Ne, das ist dann halt auch super. Perfekt. Da sage ich jetzt nur noch vielen Dank, Tom, dass du mit mir den Sonicport durchgecheckt hast. Und dann sage ich nur noch Make More Music mit Musotalk. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.
Ciao.